Mein Name ist Anja Kersten. Ich habe gerade mein Medizinstudium abgeschlossen, habe vorher 2 Jahre Psychologie studiert. Am 11. Januar 2011 hat mich eine Freundin angesprochen, ob ich den Befund ihrer Mutter übersetzen kann. Und ich habe dann abends beim ins Bett gehen gedacht, ja, was hätte sie eigentlich gemacht, wenn ich ihr den jetzt nicht hätte übersetzen können. Bin mit dem Gedanken eben schlafen gegangen, am nächsten Morgen damit aufgewacht und habe dann 2 gute Freunde angesprochen, mit denen wir das zusammen auf die Beine gestellt haben. Wir haben beschlossen, wir müssen das im Internet irgendwie möglich machen. Und mit dieser Internetplattform sind wir am 15. Januar 2011 dann online gegangen, um 15 Uhr. Und um 15.12 Uhr hatten wir dann unsere erste Anfrage vom Patienten. Kommunikation ist ein Punkt, der viel zu kurz kommt in der medizinischen Lehre. Man lernt 6,5 Jahre lang Fachchinesisch zu reden, aber man lernt ganz, ganz wenig, dieses Fachchinesisch wieder für Patienten so aufzubereiten, dass sie es verstehen. Viele Patienten trauen sich heutzutage nicht, ihre Fragen an den Arzt zu stellen, so wie sie sie eigentlich haben. Sie fragen dann vielleicht den Nachbarn oder sie fragen das Internet, aber sie bekommen eigentlich keine fundierte Information. Hier steht zum Beispiel, in der flüssigkeitssensitiven Sequenz Nachweis eines ausgeprägten Knochenmarködems an der ventralen Zirkumferenz des Humeruskopfes. Das ist halt wirklich schwer zu verstehen. Im Prinzip geht es darum, dass am Oberarm Wasser eingelagert ist. Studien zufolge kostet in Deutschland 10 Milliarden Euro im Jahr, dass Patienten ihre Therapien nicht entsprechend den Empfehlungen des Arztes einhalten. Auf was habe ich können Patienten ihre Befunde einsenden und die werden dann von Medizinstudenten und Ärzten in eine laienverständliche Sprache übersetzt. Als Student muss ich mindestens im 8. Fachsemester sein, um bei was habe ich übersetzen zu dürfen. Und wenn ich dann das erste Mal ins Netzwerk komme als neuer Student, dann bekomme ich einen Supervisor an die Seite gestellt, der mir bei den ersten Befunden hilft, dass ich die verständlich schreibe, dass ich keine Therapieempfehlung gebe, dass ich keine Verdachtsdiagnosen stelle. Und wenn ich als Übersetzer eine Frage habe, die ich nicht beantworten kann, also ein fachliches Problem, dann kann ich einfach einen von unseren 150 Fachärzten fragen, die darauf dann eine Antwort geben. Bis heute haben wir erreicht, dass über 8000 Patienten eine individuelle Gesundheitsinformation von uns erhalten haben. Wir haben erreicht, dass über 500 Studenten gelernt haben, mit ihren zukünftigen Patienten zu kommunizieren und dass ganz viele Außenstehende viel sensibilisierter für dieses Thema Arzt-Patient-Kommunikation sind. Was habe ich verändert? Das Arzt-Patient-Verhältnis. Wir versuchen, Ärzte und Patienten auf Augenhöhe zu bringen. Wir schaffen dadurch, dass Kosten im Gesundheitssystem gesenkt werden und wir schaffen es, dass die Patienten einfach gesünder leben. Die größte Herausforderung für uns wird sein, dass wir die verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen an einen Tisch bekommen müssen. Also wir müssen Ärzte sensibilisieren, wir müssen Patienten sensibilisieren, aber wir brauchen auch eine grundlegende Veränderung im Gesundheitswesen und in der Vergütung von Kommunikation. Jeder Patient, der uns im Netzwerk schreibt, dass er zufrieden ist, dass er versteht, was er hat, ist ein kleiner Erfolg, der aber im Großen halt auch eine riesen Wirkung hat. Also wir haben eigentlich jeden Tag was, worüber wir uns freuen können.